Die sind einfach Zucker, die fünf Jungs. Rooney, Holding On, neu bei RR1. Das Beste von heute und das Gute von gestern gibt's gleich. Es ist genau 11:30. Wir schauen erstmal auf die Straßen beim schnellsten Stamm- und Blitzer-Service. Und ich sage erstmal Vorsicht bitte auf der A5 Frankfurt Richtung Darmstadt. Zwischen Raststätte Greifenhausen und Weiterstadt. Da steht immer noch ein kaputter LKW auf der rechten Spur. Vorsicht bitte auch auf der A5 Heidelberg Richtung Karlsruhe. Zwischen Karlsruhe Mitte und Ettlingen auch Gegenstände auf der Fahrbahn. Die A5 nochmal Richtung Karlsruhe. Zwischen Gronau und Raststätte Bruchsal, da stehen sie 2 Kilometer im Stau. Überall ein bisschen Geduld und nicht so schnell rasen. Also wird nämlich trotzdem genetzt. Und zwar fleißig in Kaiserslautern an der FH. Dann auf der B9 vor Koblenz, Stolzenfels, wenn sie Richtung Oppert fahren. Und in Zweibrücken in der Homburger Straße stadteinwärts an einer Tankstelle. Wenn sie auch noch was entdeckt haben, ein Stau, ein Blitzer oder ein Unfall, dann rufen sie jederzeit kostenlos an. Ich freue mich. 0800 855 833 und die 1. Ich bin Katrin Sawatzki, wünsche Ihnen jetzt eine gute und sichere Fahrt mit einem alten Kracher von 84 von Jermaine Jackson und Pierre Ferrara. When the rain begins to fall.
ich strahle schon über die Stimmung. Es ist irgendwie so eine positive Einstellung. Machen auch Sie das Leben in Rheinland-Pfalz noch ein bisschen schöner und füllen Sie auf rpa1.de unseren Fragebogen aus. RPA 1, Mission 2011. Ist das Leben schön? Everybody wants something. Just a little more. Und finden Sie auf rpa1.de unsere
Chef habe ich gleich mehr besorgt. Moscherie mit der Piemont-Kirsche. Wer kann dazu schon Nein sagen? Ganz besonders an Weihnachten. Claudia sagt, ich bin dann mal raus aus dem Haus. Und mit der Cloud habe ich alle meine Daten auch beim Klaus. Auf in die Cloud. Mit Windows Live. Die kostenlosen Windows Live Services sowie aktuelle Windows 7 PC-Angebote gibt's unter windows7.de. Die Möbelfundgrube. Jetzt vieles stark reduziert im großen Inventurverkauf. Und zusätzlich die 0,nix-Finanzierung. Aber nur bis 2. Januar. Die Möbelfundgrube. Der Möbel- und Küchentiefpreisprofi mit den unglaublichen Endpreisen. Auf in die Cloud. Alle Infos unter windows7.de. Ich bin Dirk Heimann von Gutenberg TV und ich empfehle Ihnen heute am Donnerstag gut gesagt zur Person. Kollege Engelbert Sauter ist im Gespräch mit Bertolt Honka. Der besteigt Berge, unter anderem den Chooyu in Tibet. Über 8000 Meter ist er hoch und die Expedition musste mehrfach abgebrochen werden. Schauen Sie rein, zum Beispiel um 20 Uhr. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gutenberg TV, Kultur und Wissenschaft rund um die Uhr. In Rheinland-Pfalz, im Kabel, im Web. Captain! Sonderposten in Sicht! Volle Kraft voraus! Das Thomas Philips Schnäppchen der Woche. Milka-Schokolade. Viele verschiedene Sorten. 100 Gramm, nur 49 Cent. Thomas Philips. Über 230 Mal in Deutschland. Mich, Kanzler. Zu Hause bei Angie und Joachim. Boah, bin ich satt. Ja. Höre ich kein Danke. Wofür? Na, ich bin doch derjenige, der dieses köstliche Mahl in stundenlanger Arbeit zubereitet hat. Weißt du nicht mehr, wie ich heute Morgen gesagt habe, heute mache ich Rindsrouladen und dann auf dem Weg zum Bäcker auch gleich alle Zutaten eingekauft habe? Und ich weiß auch, wie ich dann nochmal losgegangen bin, um das Suppenfleisch, das du gekauft hast, gegen Steakfleisch umzupauschen. Gekocht habe ich dann auch noch alles. Wer hat denn zum Beispiel die Zwiebeln geschnitten? Das mache ich halt so ungern, weil mir davon die Augen tränen. Und die Soße habe auch ich gemacht. Soße, als wenn das jetzt die Wahnsinnsleistung wäre. Also ich würde sagen, eigentlich alles habe ich gemacht. Wenn du das so brauchst, okay. Aber letztlich war ich doch der Kopf hinter dem Ganzen. Ich habe es erdacht und geplant. Ich habe dich doch erst in die Lage versetzt, all das zu tun. Ja, vielen Dank. Küss mich, Kanzler. Die neue CD mit 45 Mal Angie und Joachim auf rpr1.de und jeden Morgen bei Kunze und Nadja. Genau das war sein Fett, aber allen Virtuosen waren Rocky Dole. Und alle suchten noch heute